Um die schwerverdauliche Haut von Paprikaschoten, beispielsweise für feine Vorspeisen und Salate, zu entfernen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ganz einfache Methode ist das kurze Rösten im Ofen. Halbieren Sie zunächst die gewaschenen Schoten und entfernen Sie mit einem kleinen Messer die Kerne, Stängel und weißen Trennwände. Anschließend die Hälften nochmal halbieren. Wie pinseln Sie ein Backblech mit Öl? Und legen Sie die Paprikaviertel mit der Schnittfläche nach unten darauf. Als nächstes unter dem heißen Backofengrill auf oberster Schiene grillen, bis die Haut Blasen wirft und beginnt zu bräunen. Aus dem Ofen nehmen und die heißen Paprikahälften mit einem feuchten Küchentuch bedecken. Dadurch bildet sich unter dem Tuch Wasserdampf und die Haut löst sich ab. Ist alles gut abgekühlt, lässt sich die Haut mit einem kleinen Messer ganz einfach abziehen. Übrig bleibt das feine aromatische Fruchtfleisch. Eine zweite Methode ist das Dämpfen. Bereiten Sie die Paprikaschoten wieder auf dieselbe Weise vor und legen Sie die Schoten entkernt und geviertelt auf einen Dämpfeinsatz. Zugedeckt in einem Topf dämpfen, bis sich die Haut beginnt zu lösen. Aus dem Topf nehmen, abkühlen lassen und am besten wieder mit einem Messer die Haut abziehen. Etwas schwieriger ist das Schälen der Schoten in rohem Zustand. Halbieren Sie die Paprikas und schneiden Sie die Kerne und weißen Innenhäute heraus. Da sich die Rundungen am Stielansatz und an der Unterseite nur schwer schälen lassen, schneiden Sie sie ab und verwenden Sie sie anderweitig. Jetzt die Haut der Hälften mit einem Sparschäler abziehen. So vorbereitet können Sie die gehäuteten, frischen oder kurz vorgegarten Paprikaschoten nach Belieben füllen. Für Dips, Salate oder Suppen verwenden, marinieren oder kurz angeschwitzt als feine Beilage zu Fisch, Fleisch oder Geflügel servieren.